Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu Spieletipps für Gamer. Wir zocken Resident Evil 7, das ist der fünfte Part und wir machen einen 100% Run. Wir sind jetzt erst einmal im ersten Durchlauf, das heißt, das ist ein Let's Play, also nichts Besonderes und wir genießen das zusammen. Also das heißt, was bedeutet nichts Besonderes? Wir haben natürlich viel Spaß, aber wir machen hier jetzt nicht alles, ja, also bei diesem Run. Ich denke, beim zweiten Run werden wir dann sehr, sehr viel gleichzeitig machen. Münzen sammeln, alle Gegenstände und so weiter und so fort. Jetzt erst einmal schön gemeinsam den Let's Play genießen. Leute, ich habe euch schon vermisst übers Wochenende. Ja, fangen wir an. Also ich habe mich hier ein bisschen vorbereitet. Wir haben viele, viele Waffen. Denn ich denke, habe ich das richtig? Ja, genau. Denn ich vermute, dass jetzt ein Bossfight kommt. Und zwar gegen diesen Typen, gegen den Sohn. So, schauen wir mal. Ich glaube, hier sind immer noch irgendwelche Stolperfallen. Auf jeden Fall richtig, richtig nice. Ein paar Leute haben in die Kommentare geschrieben, dass es kein richtiges Resident Evil ist. Also ich muss sagen, ich finde auch, dass es kein richtiges Resident Evil ist, also wegen der Geschichte einfach, ne? So von der Mechanik ist es für mich schon ein echtes Resident Evil, also so mechanisch, also wie das so gemacht ist. Klar, natürlich ist es ein Ego-Shooter, ja, aber trotzdem erinnert mich das sehr stark an Resident Evil, aber die Story finde ich halt, das ist halt so eine typische Horror-Story. So, was jetzt passiert? Ah, okay, ich dachte, jetzt passiert irgendwas. Also so eine typische amerikanische Horror-Story. Jo, servus, hallo Leute. Oh, Passwort wurde mir schon gegeben. 1408, vielen Dank. Danke, Thorsten. Ja, guten Abend, Leute, alle zusammen. Guten Abend. So. Ach, Leute, mir geht's schon ein bisschen besser. Also, was die Arbeit betrifft, ich bin ein bisschen entlastend. Also, ich wurde entlastet, besser gesagt. hab jetzt die Woche auf jeden Fall gut Zeit. Vielleicht kommt jetzt auch ein bisschen mehr am Kanal. Also, dass da mehr Videos kommen. Mal sehen. Ich habe halt noch ein paar Sachen so im Business zu machen. Aber ja, zumindest keine Termine mehr. Für die nächsten zwei Wochen. So. Ich kann euch nur sagen, dass wenn dann zum Beispiel, ja, Neo 2 kommt, dann bin ich wieder voll am Start auf jeden Fall. Also bei solchen Krachern, da könnt ihr auf mich zählen. Da kommen dann wirklich sehr schnell Videos. Aber im Moment sehe ich jetzt nichts Besonderes. Oh, shit. Fuck, was auf dem Markt ist. So, da hat er mich wieder verarscht. Wie schaut's aus? Oh, grüner Bereich, okay. Na gut, dann müssen wir runter. Viel Spaß. Jo, danke. Anscheinend kommt jetzt gleich der Boss. Bei der Passage bin ich auf schwer gefühlt 1000-mal gestorben, sagt Martin. Okay. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, was jetzt kommen wird. Aber anscheinend kommt jetzt der Bossfight. Oh, shit. Alter. Hey, wie man sich hier erschreckt die ganze Zeit. Okay, dann machen wir mal ready. Ladies and Gentlemen, Jungen und Mädchen. Geh lieber hoch. Willkommen beim Scheunenkampf. Scheunenkampf? Keine schmutzigen Tricks, Gentlemen. Wir haben Regeln. Ah, da kommt dann so ein Ding runter, oder was? So eine Lieferung Monster. Okay, der kotzt schön. Schön am Kotzen. Der ist easy, aber nervig ein bisschen. Okay. So, der wollte kotzen. Okay, 6 Schuss. Oh, okay. Alles mit Explosion. Ich glaube, jetzt kommt noch einer. Oder? Oder muss ich jetzt rein? Ich glaube, ich muss rein. Zack. Hi Leute, endlich geht's weiter. Yo, hi Chris. Auf schwer sind es ja 2. Ah, okay, 2 sind da. Guten Abend. Yo, guten Abend, Bomber. Albert ist auch am Start. Nice. So, jetzt geht's ins zweite Stockwerk. Ich mach mal mir ein bisschen lauter hier. Meine Anlage. Boah, ich müsste das alles passen. Okay, und jetzt? Ah, okay, jetzt ist hier offen.
Also ich muss sagen, ich habe sehr viel Spaß mit dem Spiel, auch wenn das jetzt von der Story jetzt kein richtiges Resident Evil ist. Von der Mechanik ist es schön. Okay, Pillen. Was haben wir hier? Ja, wie seht ihr das eigentlich so im Chat? Also, Story ist schon typisch so, so, gell, so. Jugendliche waren unterwegs, dann wurden sie mit einem Chainsaw angegriffen und keine Ahnung, ja. 1408, okay. Story ist schon typisch so Horror-Film-Story. Also keine richtige Resident Evil. So, was haben wir hier? Eine Münze. Sehr schön. Okay, ich denke mal, das fährt jetzt dann runter. Oder? Ja, genau. Ich liebe es, wenn immer wieder was Neues von dir kommt. Jo, danke, Mann. Noch mehr Fallen? Ja, anscheinend schon, ey. Ich freue mich besonders auf Nioh 2, Leute. Da freue ich mich am meisten, muss ich sagen. Ah, wir sind wieder unten. Wir sind wieder unten, okay. Was war das nochmal? 1408 oder sowas? 1408. Probieren wir mal. Okay. Oh, hi Chris. Story ist typisch Horror, ja. Oh, Kumpel, das ist ein Test deiner Fähigkeiten. Also nicht schummeln. Den Mist, den du rumschleppst, pack das alles weg. Hä? Den Mist, den du rumschleppst, pack das alles weg. Alter, wollen mich verarschen? Alter. Ey, das ist geil. Alter. Alles in die geil. Okay. Ah, dieser Test wieder. Der Test schon wieder. Okay, wir können ja jetzt den Loser können wir reinschreiben. Ich guck mal, ob wir hier noch irgendwas finden. Ob da noch irgendwas zusätzlich versteckt ist irgendwo. Wir waren ja hier in der Ding. So, irgendjemand hat mir gesagt, ich soll das hier nicht rausziehen. Also das hier. Leck mich am Arsch! Leck mich am Arsch. Einer der geilsten Stellen. Genau, lass den Schlüssel im Fass. Warum eigentlich, Leute? Kann das jemand erklären, warum? Also, what the fuck, was ist jetzt los? Warum soll man das eigentlich im Fass stecken lassen? Nimm nicht dieses Ding beim Fass raus. Wir kennen ja das Passwort, Loser. So, hier ist wieder so ein Ballon. Loser. Was passiert, wenn man es rauszieht? Wenn du es rausnimmst, verbrennst du. Ah, das ist Öl. Ach so, jetzt verstehe ich. Ich muss dasselbe machen, aber ohne Öl. Okay, verstehe. Verstehe. Dasselbe, aber ohne Öl. Und geh zur Seite! Wieso geht er nicht zur Seite? Oh, ist das ein Vollidiot. Der kennt es doch. Genau, es passiert genau dasselbe. Ah, scheiße, ich hätte es doch gar nicht gebraucht. Ich hab's doch gar nicht gebraucht. Mann. Für was habe ich das jetzt gemacht, ey? Eieieiei. Genau, ohne Öl. Ah, jetzt verstehe ich. Ja, jetzt verstehe ich. Das war Öl im Fass. Das war mir nicht klar, dass es Öl ist. Okay. To you. Happy Birthday. Er weiß doch, dass es explodiert. Wieso geht der nicht weg?
Ah, shit, ich muss das entschärfen. Hä? Fuck it! Verfickte, was soll ich damit machen? Alter, geil. So geil. Ey, so geil, Leute. Das ist... Ey, das ist ja richtig geil. Das ist richtig geil, Leute. Oh, da haben wir auch schon unser komisches Vieh. Endlich. Okay, dann packt man das mal weg. Und dann holen wir mal unsere Sachen wieder. Flinte. Krautikus braucht man nicht. Ich nehme mal alles mit. Ich weiß ja nicht, ja, wann der Boss kommt. Heilung braucht man. Heilung haben wir. Okay, perfekt. Ja, perfekt. Wunderbar, Leute. So, alles nachgeladen. Zack. Hier haben wir eine Karte. Sehr schön. So, da war da noch irgendwo ein Raum, glaube ich. Okay, hier ist nichts. So, hier sehen wir irgendwas. Ah, da sind sie gefangen. Mia! Mia! Jo, guten Abend, Christian. Wer bist du? Wo seid ihr? Fabian, servus. Oh, Mike, danke für den Tipp, dass wir die Kurbel mit... Was willst du, verdammt? Dich? Tot? Schätze, das ist nicht drin. Noch nicht. Ich glücklicher. Schau, solange du keine Überraschungen mehr im Ärmel hast, rate ich dir... Oh, das wäre zu viel verraten, Ethan. Und ich mag keine Spaßverderber. Mhm. Jo, Xili. Also, ich weiß nicht, wie du genau heißt, Xili. Also, danke für den Tipp. So, dann nehmen wir das auch noch mit. Sagt der Kopf und Arm müssen wir auch noch mitnehmen. Vielen, vielen Dank, Leute. So, Kurbel. Und wo ist der Arm? Ah, da ist der Arm. Zack. Ey, müssen wir das eigentlich kombinieren? Nee, können wir nicht. So, und speichern. Jo, hi Peter, servus. Oh. Was haben wir hier, Muni? Noch mehr Muni? Ich glaube, ich lade mal die normale Munition rein. Haben wir über 20 Schuss. Ah, hier ist die Kurbel. Sehr gut. Ah, ich freue mich schon auf die Speedruns, Leute. Da kriegt man ja irgend so eine Säge, habe ich gehört. Wenn man den Speedrun macht. Ich komme mir. Ich bin jetzt gespannt, ey. Ah, ist echt geil gemacht, so atmosphärisch. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es schon 2018 rausgekommen ist, das Game, weil es schaut echt top aus grafisch. So, wo gehen wir zuerst hin? Ich glaube, da müssen wir hin. Hier ist eine Kiste. Ich habe schon Angst, Kisten aufzumachen, ey, weil der Penner da ständig Sprengstoff reingetan hat. Wie findest du Resident Evil Filme, Nico? Richtig scheiße. Also die Filme finde ich richtig schlecht. Also da war ich sehr enttäuscht. Also normale Leute finden sie gut, aber Wackelkopf. Oh, okay. Danke. Irgendwo hier ist ein Bug. Ah, da ist er. Zack. Aber wenn du halt die Spiele kennst, dann findest du halt die Filme scheiße. Oh, hi Julia. Hi. Ah, wir haben nochmal, guck mal, wir haben hier nochmal eine Kurbel. Einiges an Munition. Also man hat hier sehr viel Munition, würde ich mal sagen. Also auf leicht oder auf normal. Wir spielen ja hier auf normal. Endlich raus aus dem alten Haus. Ja, Mann.
So, da haben wir jetzt die Brücke hochgezogen. Oh, chill mal. Hallo. Zack. So, Alter, die Flinte taugt mir richtig krass. Das ist eine schöne Flinte. Schaut schön aus. Oh, okay, ich versuche mal zu fliehen. Schnell. Schnell. Safe Room. So, schnell abhauen. Alter. So. Wackelkopf nach dem... Alter, Granaten. Richtig viele Granaten. Oh Mann, das Game ist so geil. Ich freue mich schon so krass drauf, Platin zu machen. Ja, rechnet damit, dass diese Woche wahrscheinlich Videos kommen. Also nicht nur Livestreams, sondern auch Videos. Wie gesagt, manchmal kann ich nicht so viel produzieren. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall mehr Kapazitäten. Und ja, das wird einfach nur geil, Leute. Also wer Bock hat zu platinieren, macht mit. Das macht zusammen mehr Spaß. So, nehmen wir mal alles mit. Leute, wer platiniert eigentlich gerade so von euch? Also wer ist gerade dabei? Das wäre mal interessant, wer da so gerade, ja, mitleidet. Oder besser gesagt, mitgenießt. Der Safe Room nach dem Spiel. Hä, was meinst du da? Der Safe Room nach dem Spiel. Okay, verstehe ich nicht ganz, was du damit meinst. So. Alter, wir haben jetzt so viel Munition. Ich mag das Schiff nicht, sagt der Matthias. Okay, bin gespannt. Oh, da sind sie ja schon. Hallo. Wer ist die andere? Die wird dann bestimmt jetzt angreifen. Genieß es mit, hab es aber schon auf Platin. Ah ja, genau, Chris hat... Wer ist denn das? Zoe, ich... Nicht jetzt. Wir haben keine Zeit. Stimmt, Chris hat ja... Hat ja... Ja, das sollte genug sein. Wenn wir es schnell genug herstellen. Mein Vater und Lukas sind nicht weit weg. Er kommt. Daddy kommt. Gut, wir haben genug für zwei. Mhm. Klick. Dann stell mal her. Ich pass mal auf die auf. Ich hätte sie nicht losbinden dürfen. Wenn wir das Serum hergestellt haben, was dann? Draußen ist ein Boot. Damit fahren wir durch den Sumpf. Aber keiner von uns beiden wird ohne Serum weit kommen. Das Serum nehmen. Ja, und wie zwei? Für was? Und sie? Hey, eins davon ist meins. Okay. Alter Schwede, wer ist das denn? Wer ist denn das jetzt? Der Vater oder was? Ist er jetzt komplett mutiert oder? Okay, ich check jetzt nicht, wer das ist. Ist es der Vater oder der Junge? Oh shit, bin runtergefallen. Okay, hoch hier. Die Resident Evil Monster. Ja, Mann, das ist echt Resident Evil Monster. Ah, das ist Jack. Okay. Da hat er am Arsch irgend so einen kleinen. Ach, shit, jetzt wollte ich schießen. Jetzt komm, come on! Zack! Jetzt lad nach. Zack, ah, das ist seine Fresse. Das ist nicht sein Arsch, das ist sein Gesicht. Sein Arschgesicht. Ah, wahrscheinlich muss er alle kaputt machen. Ah, shit. Wuhu! Okay, der gefällt mir. Irgendwie macht er nichts. Bis jetzt. Wahrscheinlich, weil ich auf Abstand bin. Jawohl!
Juhu! Oh, Leute, das ist so geil. Erstmal schön fliehen. Zack. Oh, 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 oh. Chill mal. Chill mal. Am besten abhauen. Und dann, wenn er runterspringt, dann. Zack. Zack. Alter, geiler Boss. Richtig geiler Casual-Boss. Zu viel. Zu viel, ja. Der hat ein bisschen zu viel genommen. Yo, servus, Tai. So, wie schaut's aus? Oh, shit, runtergeflogen. So, das war ein Treffer. Das war auch ein Treffer. Nice. Okay, jetzt brennt's. Kann ich nicht mehr... Ah, ich kann nicht mehr hoch, oder was? Schauen wir mal. Oh! Okay. Jetzt müssen wir aber heilen. Ah, shit. Ich hätte ja so heilen können. Ich weiß gar nicht, warum ich ins Menü gegangen bin. Zack. Zack. Okay, im Gesicht, glaube ich, müssen wir ihn öfters treffen. Zack. Okay, sein Arsch ist schon explodiert. Zack. No Scope. 360. Mach mal 360. Spring mal runter und dann. Hoppa, verfehlt. Scheiße, der hat mich getroffen. Okay, ich glaube, ich heile mich lieber, weil das war, glaube ich, ein ziemlich starker Schlag. 360, No Scope, Quick Scope, zack. Okay, der will jetzt runterspringen, oder? Alter, der trifft mich. Gut, dass ich drei Heilungen mitgenommen habe. Der ist zwar leicht, aber der macht halt viel Damage. Wenn man zu blöd ist zum Ausweichen, dann kassiert man ordentlich Damage. So, wo ist jetzt sein Auge? Okay. Wo ist dein scheiß Auge? Hier. Zack. Okay, ich glaube jetzt, das war's, oder? Okay. Alter, geiler Buh! Geiler Boss. Oh. Und jetzt? Ah, da. Oh, shit. Okay. Scheiße, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Ja, zu blöd gewesen. Auge macht man bewusst, um die Leute zu manipulieren, damit es vertraut auf die Leute wirkt. Wähl auf ihren Haus Mia. Da, mach mit Waffenwechsel No Scope. Genau. Mit Waffenwechsel. 360 Waffenwechsel und dann noch, ja, No Scope. Ja, Mann. Okay, ich nehme mal eine andere Waffe, denke ich mal. Okay, let's go, Leute. Alter, geiler Boss. Taugt mir. Ich könnte hier eigentlich meinen Granatenwerfer verwenden. Damit wir den ein bisschen mal, schauen wir mal. Boom. Okay, das ist, glaube ich, eine blöde Idee hier zu stehen. Das nervt langsam, Jack. Aber ich habe halt Bock, die Munition rauszuballern.
Aber ich glaube, das ist nicht das richtige Monster für die Muni. Alter, wie der trifft. Heavy Baby. Okay. Zack. 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 Leute, habt ihr Game of Thrones heute geguckt? Alter, krasse Folge. Leck mich am Arsch, war das eine krasse Folge, Leute. Also das war so krank heute. Ja, ich glaube, das war umsonst. Also Game of Thrones war heute einfach nur episch. Schauen wir mal. So, wo hat er denn jetzt noch Augen? Am Arsch? Eins. Er hat hinten noch irgendwo, glaube ich, ein Auge. Frag mich, wie man hier ausweicht. Bei dem. Ethan! Wo hat er sein Auge? Ah, da unten. Oh, das war doch ein Treffer. Ethan! Okay, rechts kann ich ihn, glaube ich, nicht umlaufen. Scheiße. Zwei Schuss verschwindet. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Ah, getroffen, passt. Passt. Blocken, ah genau, blocken. Ja und jetzt? Soll ich draufballern oder was? Ach, der hat immer noch irgendwo ein Auge. Okay, wo hast du denn noch ein Auge? Ja, ja, ja. Blocken. Zack. Schön geblockt. Okay, der hat doch keine Augen mehr. Ich kapier das nicht. Oder muss ich jetzt einfach draufballern? Also ich sehe keine Augen mehr. Ah, da unten, verdammt. Da unten war noch eins. Da unten irgendwo am Schwanz war eins. Da. Jawohl. So, jetzt fällt er runter. Und dann passiert aber wieder nichts. So, jetzt taucht er ab. Ich glaube, ich habe jetzt die ganze Zeit Muni verschwendet umsonst. Und da hätte ich wahrscheinlich hoch gemüsst. So, dann blocken wir mal. Halt, stopp! Jetzt red ich! Andi. Halt, stopp! Okay, ich glaube, wir haben ihn, oder? Kleinen Motherfucker. Haben wir ihn jetzt endlich. Kisten habe ich halt nicht genommen. Jetzt red ich. Okay, ich komme hier nicht mehr rüber. Ich halte mich mal. Zack. Ethan, hier lang. Teabagging. Zack! Alter, haben wir ihn jetzt echt geheilt? Das fühlt sich ja gut an. Danke!
Ja, jetzt haben wir aber ein Serum verschwendet. Geht's dir gut? Ja. Komm schon, Mia wartet auf uns. Okay, wir haben ihn gepackt, aber der ist doch nicht geheilt, Mann. Der ist jetzt wie so ein... Ja, jetzt haben wir die Kisten nicht. Schade. Na gut, wir haben genug Zeug dabei. Surprise, surprise. Jetzt musst du wählen. Gib Mia das Serum. Mia? Ja, ich bin doch ein Held. Ich sterbe natürlich selber und ich rette jemanden. Mia? Ich muss da eins verwenden. Jetzt ist nur eins übrig. Es ist nur noch eins übrig? Es kann doch nicht nur eins übrig sein. Was zur Hölle machen wir jetzt? Wer ist denn diese Tussi überhaupt? Sui? Warum Mia? Warum Mia? Warum soll ich Mia? Schmokosaurus Jack. Ja gut, dann machen wir halt Mia. Wer hat das geraten, Mia zu heilen? Der Thorsten. Nehm immer Mia, weil dann spart ihr euch einen Boss ungefähr 5 Minuten. Okay, dann nehmen wir halt Mia. Zack. Ist okay. Ich war dumm zu denken, ich könnte fliehen. Aber Zoe, geht. Geht schon, ihr beiden. Mit uns. Es gibt sicher jemanden, der helfen kann. Hier ist mein Zuhause. Offenbar gehöre ich hierhin. Ja, warum gibst du mir dann die Serums und sagst, ich soll ihn heilen, verdammt nochmal. Ich werde Hilfe schicken. Brauchst du nicht. Es wird niemand zum Helfen mehr hier sein. Tschüss, Hauptsache wir sparen uns einen Boss. Tschüss. Let's go, weiter geht's. Danke, dass du dir Serums gemacht hast. Vielen Dank. Spaß. Bisschen auflockern hier, diese Depri-Stimmung hier. Nimm den, worauf du Bock hast. Also ich hätte die andere geheilt. Weil diese Zoe, da, diese Mia, die nervt mich. Jetzt braucht Jack Neustadt 3.0. Ricky, wie ist dein Wettkampf gelaufen? Hast du alle poliert? Rette mich, Frauen gibt's genug. Ja, Ricky, wie ist gelaufen bei dir? In deinem Wettkampf. Vielen Dank. Wen hätte ich denn sonst wählen sollen? Ethan. Was ist dir jetzt noch sauer, oder was? Gott im Himmel, was ist das für ein Kindergarten? Ich weiß, du hast viel durchgemacht. Wir müssen reden. Jetzt kommt ein Krokodil. Aus RDR 2. Du hast was damit zu tun, nicht wahr? Das Riesenkrokodil aus RDR 2, Leute. Sieh doch. Ich will nur die Wahrheit wissen. Jo, hi Nachtfalke. Ethan, ich erinnere mich wirklich nicht. Versuch's. Ist das das Boot? Ja, die hätte es selber nehmen können. Hierher gelangt? Da hast vollkommen recht, die hätte es selber. Nein, war scheiße, Platz 4. Ja, Platz 4 ist auch nicht schlecht. Du musst safe on block sein, Ricky. Warst du nicht safe on block? Was zur Hölle war das? Frame trappen. Du musst die Frame trappen, die Gegner. Oh, okay. Was zum Teufel? Was ist das? Was ist das? Okay, die Stelle soll nicht so gut sein. Okay, bin gespannt. Ich war nicht im Horror-Rank-Modus. Schmeiß sie aus dem Boot. Jetzt geh's zum Schiff. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Für Platin musst du das nächste Mal Zoe heilen. Okay, alles klar. Danke, Peter. Hä? Aha, ich spiele jetzt mit dir. Okay, dann gucken wir mal. Okay, was haben wir im Inventar? Wie? Ethan? Seltsame Flasche. Eine seltsame Flasche, die sie in ihrer Tasche fanden, als sie im Bake-Anwesen aufwachten. Scheint wichtig zu sein. Was ist das? Ist das irgendein Serum oder irgendwas? Nicht so geil, sagt er. Okay, bin gespannt. Wie so ein kleiner DLC oder was? Schaut wie so ein DLC aus, so auf den ersten Blick. Klick. Klick. Hab Bilder auf Insta, wie ich posiere. Folge mir Insta, Ricky.
Ja, Mann, ich edde dich heute. Ist jetzt egal, mit wem Wackelköpfen du. Ja. Ja, ja, klar. Ja, wir machen das beim zweiten Durchgang. Oh, im roten Bereich. Okay. Ethan! Okay, alles klar, verstehe. Verstehe. Oh, okay, das schaut geil aus. Schaut echt nice aus. Das erinnert mich an Revelations 1. Das habe ich damals so krass auf dem Gameboy gezockt. Mit meinem kleinen Bruder. Das war richtig krank. Kennt ihr das? Das also vom Gameboy noch, als es damals neu kam, das Revelation 1. Das war damals noch richtig krank so auf dem Gameboy. Oh. Hä? Hey? Mission Impossible. Ethan Hunt. Wie? Ist er tot oder was? What the fuck, warum? Alles, was du mit mir sammelst, bekommst später Ethan. Ah, okay. Alles klar. Danke, vielen Dank. Oh, du heißt auch Nico. Okay, ja, bis jetzt ist alles ganz easy hier. Revelation 1 ist heftig, ich hab's mir samstags geholt. Ah, erst, ja. Ich fand's damals halt richtig geil, also als es noch für Gameboy kam, weil für PlayStation ist es halt nichts Besonderes, würde ich jetzt mal sagen. Aber damals so am Gameboy das zu zocken online mit meinem kleinen Bruder, das war schon krank, so ein Game am Gameboy zu haben. Ich muss sagen, ich habe damals sehr viel Gameboy gespielt. Das war so eine Zeit, Mario Kart, Mario... was war da noch? Da waren echt coole Spiele. Da ist damals Game Boy neu rausgekommen. Oh. Also dieses 3D da, 3DS. Den Maschinenraum. Wovon zum Teufel redest du? Er hat sie alle umgebracht. Oh, Mist. Was zur Hölle passiert hier? Wir brauchen Waffen. Gibt's hier irgendwelche Waffen auf dem Schiff? Ich weiß nicht. Komm, wir gehen hier lang. Vielleicht kommen wir hier raus. Okay, im Schacht ist gleich eine Münze, sagt Sherry. Danke. So, gucken wir mal, vielleicht hinten irgendwo versteckt. Muss mal gut aufpassen, wo die ist. Die muss ja irgendwo versteckt sein, denke ich. Da ist sie, Ja, ich habe damals auf jeden Fall voll viel Gameboy gespielt. Da gab es ja auch noch dieses eine Game, das ist später rausgekommen. Ich habe vergessen, wie das geheißen hat. Das ist so ein Rollenspiel und da muss man entscheiden, wer stirbt und so. Wenn da ein Charakter stirbt, dann stirbt er wirklich. Ich habe vergessen, wie das heißt, das Game. Alter, das habe ich gesuchtet, das hat mir so gefallen. Also ich habe damals mit Gameboy 3DS richtig viel Spaß gehabt. Ich weiß nicht, ob jemand von euch gezockt hat. Okay. Kann es sein, dass sie keine Waffen hat? Okay, wir haben jetzt schon auf jeden Fall ein paar Wege. Wir können so gehen, wir können aber auch hier hingehen. Du folgst mir schon, meinte... Ah, okay, ich folge dir schon. Ja, ich passe dann nicht so gut auf. Wenn ich Zuschauer sehe bei mir, dann folge ich denen zurück und dann ja, merke ich natürlich nicht, wen genau ich da alles gefolgt habe. Präzisiere auch die Revelation-Style, bitte. Ja, ich weiß nicht, ob ich das mache bei Revelation. Also, Revelation 1 hätte ich schon Bock. Revelation 2 hat mir irgendwie nicht so getaugt. Ich habe Revelation 2 nicht mal durchgespielt, Leute. Das war mir so Depri am Anfang, aber mir haben Leute gesagt, dass es nur am Anfang so scheiße ist.
da mit Barry und so, wo dann so mit Tochter und bla und alles traurig und ich mag so traurige Sachen nicht so. Until Dawn war nice. Oh ja, nicht falsch verstehen, ich meinte nur bitte nicht spoilern. Oh, wer ist das denn? Ist sie das? Erinnerst du dich? Was? Nein, was ich erinnere mich nicht. Okay, was ist das jetzt für eine Kleine? Ist es diese Evelyn da? Oder was? Immer diese kleinen Mädchen in Horrorfilmen. Zwei ist scheiße. Ja, siehst du, der Sole Dax, der sagt auch, dass zwei ist scheiße ist. Also eins hat mir echt gefallen. Habe ich gerne gespielt. Okay. Nikola, hast du schon aktuelle Staffel von... Ja, einfach nur krank. Game of Thrones ist so... Wir können eine Familie sein. Wovon redest du da? Du hast gesagt! Warte! Ich habe das Warten satt. Okay. Ja, Game of Thrones, kranke Scheiße, was da heute passiert ist. Also ich werde nicht spoilern bei Game of Thrones. Oh, ein kleiner Motherfucker. Okay, da müssen wir wahrscheinlich ausweichen. Müssen wir schauen, dass wir hier... Denke ich. Deswegen ist die Stelle wahrscheinlich schlecht. Weil die schwer ist. Urin. So. Okay, der hat uns gar nicht gesehen. Ah, warte mal, das ist ja dieselbe Stelle. Chill mal. Okay, was haben wir hier? Schutzweste. Okay, ich hoffe, der hat mich jetzt hier nicht getrappt. Okay. Wir machen die Kiste kaputt. Scheiße. Wir brauchen Waffen. Waffen! Help! Help! Ey, dass er mich bis jetzt noch nicht getroffen hat, das wundert mich. Oh yes! Eine kleine Knarre. Speichern wir mal ab. Ah, das Game ist nice. Nee, das Schiff ist nicht schwer, aber ich finde, es ist einfach nicht so interessant. Ah, deswegen. Okay. Wie ist eigentlich Code Veronica aufgebaut? Also gibt es zwei Teile oder ist es ein gesamtes Teil auf PS4? Ja, das ist normal. Wie halt auf der PlayStation auch damals. Okay, zwei Schuss haben wir nur. Code Veronica ist halt so wie Resident Evil 1 und 2 und 3. Also so. Ah, okay. Klick. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade ziemlich viel Luck habe. Also so, als würde ich auf den direkten Weg gehen. Außer die Kiste habe ich jetzt nicht aufgemacht. Die kleine. Okay, hier kommen wir nicht rein. Hier oben ist auch noch was. Na gut, gehen wir erstmal hier rein. Ja, also bis jetzt finde ich das Schiff so ganz okay. Also bis jetzt. Der schlimmste Teil, den ich fand, das war... okay, die sitzt hier. Ich gehe mal erstmal hoch, guck mal, was so... Also was mir nicht gefallen hat, war das mit diesen Wespen. Also das fand ich richtig bescheuert. Ah, okay, hier komme ich nicht durch. Haben mich so krass erschrocken, als ich den Schrank geöffnet habe. Scheiße, in VR. Ja.
Okay, dann gehen wir zu dieser kleinen Göre hier. Hallo. Was? Warum? Du musst dich erinnern. Dann können wir eine Familie sein. Okay. Schauen wir uns eine Folge Game of Thrones an. Hab eine Frage, wirst du auch The Evil Within Let's Playen Horror-Fan oder eher nicht? Nee, ich bin kein Horror-Fan, ich bin Resident Evil-Fan. Also, nee, werde ich nicht machen. So, dann Nick, findest du, dass verschwendete Lebenszeit ist, Devil May Cry 5 S-Ringe zu sammeln auf Hölle und Hölle? Ja, ich weiß nicht, ob das verschwendete Lebenszeit ist, aber es ist auf jeden Fall sehr schwer. Und du musst da kompletter Profi werden. Also du musst das gesamte Spiel studieren, du musst wirklich jeden fucking Gegner alles auswendig lernen. Also leicht wirst du das nicht kriegen. Also ich werde es nicht machen. Also da bin ich zu wenig Fan. Angriff infiziert haben. Und es ist schon zu weit fortgeschritten. Also ich werde es nicht machen. Da habe ich nicht die Zeit dazu. Aber das geschieht mir recht. Sie ist wegen mir entkommen. Ja, es ist deine Schuld. Das heißt nicht, dass ich dich sterben lasse. Mortal Kombat 11 haben wir noch nicht gespielt, leider. Das ist Teil ihres Plans. Schaut aber geil aus. Ich kann nicht glauben, dass das passiert. Hier. Ah, da ist Fläschchen. Ihre Gewebeproben. Finde sie. Bring's in Ordnung. Okay, Evie. Wo bist du? Ah, okay. Ich kann schon spielen. Okay, interessant. Okay, da, deswegen die Flasche. Was haben wir hier? Wow, was ist das denn? Wow, geil. Was ist das für eine Knarre? Schaut komisch aus. Okay, was haben wir hier? Okay, gar nichts. Operation Raccoon City war für mich bis Resident Evil 4 schlechteste. Ja, auf jeden Fall. Das war so ein Mist. Also Raccoon City. Das habe ich wirklich bereut, das Spiel. Entfernung zum Ziel an. Okay. Also das Spiel ist echt nice. 20. Was war das? Muni? Muni. Pillen? Schmeiß sie mal rein. Ah, kann ich nicht. Ah nee, das sind keine Pillen. Rage 2. Ja, Rage 2. Ich habe damals Rage 1 gespielt. War nicht schlecht. Sie übergibt sich. Verdammt, muss ihn zurücksetzen. Wie geht's voran? Sie übergibt sich. Viel mehr, als ihr Körpergewicht zulässt. Okay. Oh, großartig. Wir werden viel mehr von ihren hässlichen Freunden begegnen, wenn das so weitergeht. Okay. Wir müssen sie finden, und zwar schnell. Das nimmt langsam Überhand. Dem stimme ich zu. Jo, hi, Tai. Wieder back im Game. Okay, ja, was soll ich denn jetzt hier? Hat gekotzt. Okay. Was haben wir hier? Muni. Wieder ein bisschen Muni. Ja, ich glaube, sonst ist hier nichts. Also ich muss sagen, die Grafik ist echt heavy, baby. Ist richtig schön. Richtig schön gemacht. Okay, hier kommen wir nicht durch, oder? Ich denke, da brauchen wir irgendwas. Ich muss mir das auch mal in VR reinziehen, das Game, ey. Okay, was haben wir hier? Krautikus. Nochmal Pillen. Ja, ich glaube, das lohnt sich nicht zu töten.
Hallo. Scheiße. Dachte, ich komme vorbei. Ja, gut. Haben auch Muni gespart ein bisschen. Hey, lass mich rein! Lass mich rein! Hä? Oh, da ist noch einer. Oh Mann. Scheiße, ich habe keine Heilung. Oh, Alter, bin ich bescheuert. Scheiße, Mann. Weg hier. Oh, fast gestorben, ey. Jetzt stirb doch, verdammt nochmal. Hey, ich wusste das. Ich wusste das. Das macht viel zu wenig Damage, die Waffe. Na gut, jetzt weiß ich aber, wie das geht. Aber diese zwei Bilder von Capcom deuten auf Nemesis hin. Deswegen, ich hoffe auf E3. Aber schauen wir mal. Also ich hoffe, dass Resident Evil 3 lieber rauskommt, bevor Resident Evil 8 rauskommt. Ich persönlich. Zustand wird schlimmer. Okay, machen wir es nochmal. Angriff infiziert haben. Und es ist schon zu weit fortgeschritten. Jo, guten Abend, Nicole. Okay, Albert, denkst du wirklich, dass das jetzt schon noch schafft? Nico, denk ans Blocken. Ah, Mann, stimmt, Blocken. Sie ist wegen mir entkommen. Mann, danke, Peter. Das ist deine Schuld. Das heißt nicht, dass ich dich sterben lasse. Ja, komm, Mann, können wir das nicht überspringen? Dich hat sie nicht angegriffen? Das ist halt Muni gespart. Ja, genau, Muni gespart. Glauben, dass das passiert. Die Waffe ist scheiße. Ja, Mann, die Waffe ist echt scheiße, Mann. Nimm das. Ja, ich hab die Waffe überschätzt. Ich dachte, ich gebe ihm ein paar Headshots und dann ist er tot, aber das war ja katastrophal. Okay, Evie, wo bist du? So, pom pom pom. So. Sie ist in der Nähe. Können wir jetzt so gehen? Ah, okay, ich muss zuerst... Okay, alles klar, verstehe. Ich muss zuerst das eine machen und dann... Na gut. Aber jetzt sind wir vorbereitet und wir wissen, wie schlecht die Waffe ist. Muni? Nehmen wir hier, hier ist auch nochmal Muni. Resi 8. Ja, ich freue mich so krass auf Resident Evil 3, Mann. Das wird auf jeden Fall gleich durchgesuchtet, Leute. Da könnt ihr auf mich zählen. Wenn das kommt, dann bin ich der Erste, der das hochlädt alles. Ganz, ganz schnell. Gibt sich. Verdammt, muss ihn zurücksetzen. Eine Stelle will man einfach nicht in VR sehen. Viel mehr, als ihr Körpergewicht zulässt. Auch großartig. Wir werden viel mehr. Ey, ich freue mich so auf PS5, Leute. Die haben gesagt, dass sie Resi 3 remaken noch vor 8 rausbringen. Wenn es sich viele wünschen. Ja, hoffentlich, ey. Hoffentlich. Okay, dann machen wir den Motherfucker platt dieses Mal. Jawohl. Jawohl. So, was haben wir hier? Wir brauchen irgendwas. Wahrscheinlich ich denke im Fahrstuhl ist irgendwas. So eine Lampe, also so eine nicht Lampe, sondern Sicherung. Muni gespart, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir einen Teaser bekommen. Ja, ich hoffe, Mann. Und Resident Evil 3 wird so krank, Leute. Also da werde ich die ganze Nacht durchballern. Ich sag euch, ich streame komplett 24/7. Da nehme ich mir Zeit, egal was ist. Okay, das geht so nicht. Ich habe mir heute die Musik von GoldenEye reingezogen. Kennt ihr das für Nintendo 64?
GoldenEye, kennt das jemand von euch? Das war so geil. Ich habe mir heute Donkey Kong Musik reingezogen beim Arbeiten. GoldenEye, Turok. Das waren Zeiten, Leute. Wer von euch hat damals Nintendo 64 gehabt? Also so mit den ganzen geilen Games. Ich habe mir überlegt, nochmal Nintendo 64 zu kaufen. Am besten wäre es, wenn die so neue Nintendo 64 rausbringen würden, so in HD. Okay, irgendwie kann ich es nicht nehmen. Ich habe das Gefühl, ich muss zuerst irgendeine Kacke finden. E3 mit Nico, bin dabei. Ja, Leute, genau, können wir machen. Irgendwas stimmt nicht. Ich muss irgendwas finden, glaube ich, bevor ich da... Hab gesuchtet das Game. Ja, ich war super damals. Ja, Mann. Okay, kennt ihr das, ja? GoldenEye. Alter, das war krank damals, sage ich euch. GoldenEye 64 war Hammer. Sagt der Frag mal. Turok. Alter, Turok war damals so krank, Leute. Ich hoffe, dass die mal so Remakes rausbringen. Von Nintendo 64, das wäre echt geil. Ja, Donkey Kong. Ich muss sagen, wenn ich so ein bisschen stressige Arbeit habe, so wo ich viel denken muss und so, dann ziehe ich mir immer Donkey Kong Musik rein. So Donkey Kong Country 2 und so und 3 und so. Ja, Turok war auch mein Lieblingsspiel. Also hat mir am besten gefallen. Ja, ich kann komischerweise nicht aus dem Fahrstuhl diese Lampe, also diese Sicherung rausziehen. Ja, GoldenEye hat auch nichts mit James Bond zu tun, also deswegen hat es mir nicht gefallen, sondern... Ah, Knopf drücken. Okay, darf ich noch nicht rausziehen. Mir hat GoldenEye nicht wegen James Bond gefallen, sondern weil das halt geiles Game war. Keine Reaktion. S2 und 2 können wir. Ja, goldene Pistole, genau, ein Schuss, so klick. Wir haben damals Multiplayer gezockt, das war so ganz neu, so Multiplayer. So das, da gab es noch kein Online und nix. Das war noch kranke Zeit. Ja, bei uns am Kanal gibt es ja so ein paar ältere Herren hier. Habe ich in den Statistiken gesehen. Da müsst ihr das eigentlich kennen. Wir sind ja alle ungefähr so gleiches Jahrgang. Hey, chill mal. Hoppa, jetzt habe ich ein bisschen übertrieben. Ja, mir hat, ich sag euch eins, also ich habe damals, als Nintendo 64 rausgekommen ist, habe ich, also ich habe es selber nicht gehabt, weil ich war noch klein, ich weiß nicht, wie alt ich war, keine Ahnung. Also ich werde jetzt 34 dieses Jahr, aber damals war ich halt noch ziemlich klein und meine Schwester hat es gehabt. Also mein Bruder hat es sich gekauft und sie hat es ihm dann abgekauft und Mario 64 hat mich so fucking krass reingezogen. Ich wollte nicht mehr in die Schule gehen, Leute. Ich kann mich noch erinnern, so diese Wasserwelt. Ich bin eingetaucht so in die Wasserwelt und habe so gedacht, Alter. Also das war ja damals so Super Nintendo und dann auf einmal Nintendo 64. Das war krass, so, ja, krasses Upgrade. Und Leute, ich wollte nicht mehr in die Schule gehen. Ich wollte gar nichts mehr machen. Ich wollte nur spielen, Mann. Ich war richtig süchtig. Das war auch so einer der Gründe, warum ich voll schlecht in der Schule war damals. Also ich habe nur gezockt im Endeffekt. Also mir hat nichts anderes interessiert. Damals gab es noch keine Let's Player. So einen Beruf gab es nicht. Hätte ich gleich machen können, nee. Kennst du Operation Windback für N64? Sagt mir jetzt nicht viel. Ist es, um was geht's da? Also ich habe für Nintendo 64 echt viel gespielt. Auch nicht so tolle Spiele, ich habe da fast alles gespielt. Auch dieses eine komische Spiel, kennt ihr noch? Da musste man so mit irgendwelchen Transportern fahren, so von oben und irgendwas einladen, ausladen. Das war so ein gelbes Spiel. So ein komisches, das war auch irgendwie cool. So mit Explosionen irgendwie, keine Ahnung. Okay, was haben wir hier? Turok war so geil, mein Lieblingsspiel. Ja, Mann. Also, das war so krank, Turok. Damals.
Ja, ich würde mir ja wünschen, dass sie zum Beispiel auch Dino Crisis remastern würden. Und die Musha haben sie jetzt gemacht, aber ja. Oh, ich bin fast da. Alan, ich glaube, sie ist auf der anderen Seite dieser Tür. Aber ich habe keinen Schlüssel. Versuch das Schloss aufzuschmelzen. Stimmt, Resident Evil war auch geil für Nintendo 64. Du bist auf dem untersten Deck, stimmt. Das war damals was ganz Besonderes für Nintendo 64. Resident Evil 2 war ja damals so indiziert und so, wisst ihr noch? So als jugendgefährdendes Spiel war das eingestuft. Und jetzt schaut mal, was hier für Spiele so zocken. Kennst du Resident Evil Dead Aim? Ja, ja, kenne ich. Mit der Pistole. Mit der Knarre. Ja, ja, kann ich mich noch gut erinnern. Mein Kumpel hat das oft gespielt. Nico, kennst du Turok Rage Wars? Ja, Mann, das habe ich gesuchtet. Ich habe das gesuchtet wie die Sau. Das war so wie andere Tournament im Endeffekt. So. Bloß mit Turok, im Turok-Universum. Kann ich die irgendwie kombinieren, oder? Ah, okay, alles klar. Ja, Turok Rage Wars, Alter, war das krank, Alter. Da hat man so Charaktere freischalten können. Das habe ich schon voll vergessen, Mann. Nein, Evie, ich bin nicht böse. Warte, wie hast du mich genannt? Ich will nicht mehr im Labor wohnen, ich will ein Haus. Mami. Ich will, dass du meine Mami bist. Okay, Evie, ich werde deine Mami sein. Ach, sie war ein Experiment. Ich bin zurück, okay? Eine Biowaffe. Okay, alles klar. Wo bist du, Evie? Date Aim ist geil. Okay, also sie war ein Experiment, so wie ich das verstehe. Kann ich hier runterspringen oder was? Oder ich kapiere nicht. Ich werde jetzt wahrscheinlich gekillt. Die Musik ist komisch. Oh Mann, ich glaube, ich hole mir... Ah, da ist sie. Ich glaube, ich hole mir mal Nintendo 64. Vielleicht bestelle ich mir einfach mal. Ich habe ja genug Geld. Hast du sie gefunden? Ja, aber sie ist weggelaufen. Sie macht mehr Freunde, Alan. Die Dinger sind überall. Ich hab's dir ja gesagt. Geht's dir gut? Mach du dir Sorgen, wie du endlich zurückbekommst. Welches Spiel kennst du nicht? Ich habe voll viel gespielt, Leute. Ich habe über 1000 Spiele gespielt. Also ich war richtiger Verrückter. Ich bin fast auf die Sonderschule gegangen deswegen, weil ich nur gespielt habe. Oh shit. Scheiße. Wuhu! Leute, verkauft irgendjemand Nintendo 64? Ich hab voll Bock. Ja, muss man mal wieder echt beschaffen, ey. Wenn ich dann ins Haus ziehe, dann schön Sammlungen, so richtig, also ich will mir so ein Zockerzimmer einrichten. Schön dann in Ruhe. Schönes Zimmerchen einrichten. Also ich finde das Schiff jetzt gar nicht so schlimm, Leute, also... So, jetzt habe ich aber geblockt. Geh, geh, verpick! Oh, die kommen rein! Okay. Okay, jetzt bin ich tot. Okay, ich wusste nicht, dass sie reinkommen können. Alter, drei! Okay. Okay, die Stelle ist ein bisschen kacke, finde ich. Aber ansonsten... Also die Stelle ist ja richtig beschissen. Okay, ich bin tot. PlayStation 1. Ich verkaufe... Keiner meiner Konsolen, sagt der Bomber. Ah, lege Bomben. Rüste mal eine Bombe aus und lass ihn packen. Ja, zwei drücken, gibt's eine Trophy. Oh, danke, Mann. Danke, Nico. So, wo sind wir jetzt hier?
Wo sind wir jetzt hier? Hast du sie gefunden? Ja, aber sie ist weggelaufen. Sie macht mehr Freunde. Ah. Die Dinger sind überall. Ich hab's dir ja gesagt. Jo, guten Abend. Mach du dir Sorgen, wie du endlich zurückbekommst. Guten Abend, Xenomorph. Das ist echt schwer mit solchen Namen, Leute. So, das ist nochmal eine Bombe aus. Di-di-di, lass dich packen. Hab sogar noch... Was hast du? N-Nimte. Was ist Nimte? Was ist eine Nimte? Hallo! Muss mal wieder Magic zocken auch mal am dem Kanal. Vermiss schon Magic. Leute, wer spielt eigentlich von euch Magic? Also ich glaube von euch keiner, gell? Und die lassen mich packen? Scheiße, Mann. Pack mich! Pack mich, verfickt nochmal! Okay, er packt mich nicht. Kannst mit Spray Tür öffnen. Mit Sprays Tür öffnen. Nintendo Color, die beste. Mein bester Freund verkauft noch eine N64. Nico, ich frag ich mal morgen und dann schreibe ich dir. Jo, danke Fabian. Auch noch Future Cop für PS1. Ja, kenne ich. Moin, freue mich schon, das Spiel nochmal in VR zu spielen. Ja, Mann, das ist bestimmt richtig geil. Okay, probieren wir nochmal. Also. Hast du sie gefunden? Ja, aber. Jo, gute Nacht, Thorsten. Sie macht mehr Freunde, Alan. Die Dinger sind überall. Ich hab's dir ja gesagt. Ich spiele nur Hearthstone. Ah, ja, okay, Hearthstone ist so ähnlich wie Magic. Hatte Magic mal auf 360 gezockt gehabt. Ja, gut, das ist aber nicht das richtige Magic. Nicht das, was Arena jetzt zum Beispiel. Magic Arena ist richtig geil. Probiert, so, früher mal kurz Magic gezockt, danach auf andere Card Games hängen geblieben. Probiert das Packen an einem und nicht an drei Gegnern. Meine Schwester hat sich den Sega unter den Nagel gerissen mit Sonic 1 und 2 und Alex the Kid. Ja, das, den habe ich auch, den Sega. Ich spiele nur Hearthstone. Oh, okay, krass, so viele Hearthstone-Spieler. Krass. Ja, ich muss sagen, ich habe Hearthstone nie gespielt. Also ich habe nur gehört, dass es halt ein bisschen einfacher ist, so von der Mechanik. Aber ja, ist halt so, denke ich mal, Geschmackssache vom Universum. Weil Hearthstone spielt ja in diesem Universum vom vom Ding. Wie heißt das nochmal? Hab jetzt vergessen, wie das Spiel heißt. Wie heißt denn das? Ja, ihr wisst schon. Wie heißt denn das? Ach, ihr wisst schon, wo Hearthstone spielt. Ja. Komm, pack mich. Pack mich. Pack mich. Wieso packt er mich nicht? Ja, mach doch. Pack mich. Pack mich. Wieso packen die mich nicht? Okay, jetzt bin ich tot. Oh, jetzt packt er mich, oder? Ah, ich verstehe nicht, warum sie mich nicht packen. Yu-Gi-Oh! finde ich besser. Aha, okay. Magic wollte ich schon länger testen, bin aber nicht sicher. Ja, also ich finde Magic einfach nur krank. Darksiders 2 und 3. Ich kann es nur empfehlen. Heute auch wieder ein bisschen gespielt. Bau dir mit Raspberry Pi an Retro-Konsole in Mega, ist mega easy. Okay, sagt mir jetzt nichts. Ich will mir Sekiro holen, ist aber zu teuer. Okay, jetzt bin ich so oft gestorben. Also ich weiß nicht, warum die mich nicht packen. Hast du sie gefunden? Ja, aber sie ist weggelaufen. Sie macht mehr Freunde, Alan. Die Dinger sind überall. Ich hab's. Ach, auf den Boden legen, Kruzidirken nochmal. Ist dir gut? Und beim Packen kriege ich die Trophäe. So, verstehe ich das richtig. So, bin ich jetzt... Ah, nee. Auf den Boden legen. Hier so, zack. Brazzer, willst du das Spiel platinieren? Ja klar, alle Resident Evils werden platiniert. Hey Nico, kennst du für PlayStation 2 Urban Reigen, das beste Schlägergame? Ja, kenne ich.
Ja, würde ich jetzt nicht sagen, dass das beste Schläger-Game war, aber ja, war halt so retro so ein bisschen. So. Probieren wir jetzt mal nochmal. So, dieses Mal hoffe ich mal, dass es klappt. Mach die Tür auf! Help! Help me! Help! So. Das soll ich mal packen, Mann. Boom. Okay. Jetzt zwei. Okay, kann ich nicht. Kruzidierten. Zappalot nochmal. Okay, 3 oder S2? 3. Machen wir mal 3. Brasal, was machst du noch nach dem Stream? Geh ich pennen. Ich gehe, versuche immer pünktlich um 2 Uhr, um 22 Uhr schlafen zu gehen. Weil ich stehe immer in der Früh auf, mache meine Routinen. Okay, Notfall. Wäre cool, würde es ein Action Replay Max für die PlayStation 4 geben. Okay, aber konnte ich das nicht rausnehmen? Wieso kann ich das nicht rausnehmen? Die Sicherung. Na gut. Okay, wo müssten wir hin? Ich probiere mal da nochmal hin. Ich kann jetzt die Türen öffnen, da mit diesem Saft da. Diesen komischen Saft. Zack. Was haben wir hier? Granaten. Aber ich weiß nicht, Mann, ey. Ich will auch den Erfolg haben. Wieso packen die mich nicht? Alter. Von hinten. Aber der Typ kann mich gar nicht packen, oder? So wie ich das verstehe. Silent Hill soll es geben. Oh, okay. Gespannt. So, nochmal ein bisschen hier rein. Zack. Nochmal Granaten, okay. Oh, jetzt ist hier zu. Kann ich jetzt durch die Tür vielleicht durch? Hier vielleicht? Nee, oder? Okay. Kann dir ein Resident Evil 1 Run im Unsichtbarsmodus empfehlen? Ja, das ist für mich kein Problem. Also, ich hab das damals schon auf der GameCube gemacht. Also, den werden wir locker... Also, Resident Evil 1 werden wir locker platinieren. Okay, ich check jetzt nicht. Muss ich hier wieder rein, oder was? Der ist tot. Alan, wo zur Hölle bist du? Ah, wir können Heilung machen. Okay. Hey, was zeigen? Du musst das bei einem normalen Monster machen. Du erkennst es, wenn es kurz schreit und er auf dich zurennt. Okay. Was zeigen? Ich kapier gar nichts. Hä, was? Tierfleisch? Currywurst? Was? Ich kapier gar nichts mehr. Das Gone ist grafisch echt Hammer. Mir sagt es leider nicht so zu, das Open World ist ja... Ach so, mit diesem Days Gone. Ja, ich hab's mir auch... erstens hatte ich keine Zeit. Und zweitens... ich hab keinen Bock irgendwie in letzter Zeit auf Open World mehr. Also RDR 2 hat mich so kaputt gemacht. Sag ich euch, ey. Okay,
Okay, ich check nicht, was abgeht. Wie äußerst du dich zum Thema Mobbing? Ja, gar nicht äußere ich mich. Auf die Schnauze gleich. Wenn du gemobbt wirst, gleich auf die Schnauze. Fertig. So äußere ich mich zum Thema Mobbing. musste ich an dieser Stelle mal loben. Deine Let's Plays und Streams machen immer wieder Spaß. Danke, Mann. Danke. So, also irgendwie... Oder komme ich hier rein? What the fuck? Das Gun habe ich schon auf 100%. Alter, das ging ja schnell. Kennst du Gewitter im Kopf? Irgendwie kommt mir bekannt vor, aber sagt mir nichts. Nico, ich muss meiner Mama nachher ein Video zeigen von einem YouTuber, der Tourette hat. Sind interessant und lustig. Nicole, ich auch vor einer Stunde gemacht. Okay, Leute, what the fuck? Wie komme ich weiter? Wer kann mir helfen? Irgendwie check ich nicht, was ich machen soll. Der Typ ist weg. Die zwei sind verschlossen. In der Kiste ist nichts. Albert, ja von... Also ich kapiere nichts mehr. Vielleicht kann ich jetzt hier die Steckdose ziehen da. Steckdose, sag ich, die Sicherung. Nee, immer noch nicht. Beim Fahrstuhl kannst du noch höher gehen. Ah, okay. Hä? Hä? Ich check gar nichts. Help! Leute, help! zu dem Raum mit den Doppeltüren zurück und durch die kleine Fenster oder was das war. Ah, okay. Gut, wie lange hast du denn gebraucht? Raum mit den Schimmeltür kannst du dann gehen. Klettern. Okay, muss zu anderen Stock. Okay, dann gehen wir mal zu der Doppeltür. Da, wo dieser Schmock rausgekommen ist. Ach, da. Danke. Okay, dann kommen wir hier weiter. Ah, jetzt können wir höher. Nice. Sehr schön. Ja, Leute, denkt ihr, es ist realistisch, das noch durchzuzocken? Bis 22 Uhr? Was haben wir hier? Ja, Leute, genau. Wir hatten ja Days Gone gekauft. Also, was sagt ihr so zu dem Game? Lohnt sich das überhaupt? Nachzuholen oder ist das so ein typisches Open World, so ein so gutes, aber nichts Besonderes? Was sagt ihr so zu Days Gone? Wo ist Evie? Sie ist außer Kontrolle. Ohne ihre Behandlungen wird sie verfallen. Gut, dass ich schon sterbe. Sag sowas nicht. Dir vertraut sie. Das kleine Miststück. Nee, hat sie. Okay, warte. Okay, bis 10 schauen wir nicht. Danke, Leute. Alan, hör zu. Ich hab nicht so gemeint. Sie versucht, die Kontrolle zu übernehmen. Du musst sie bekämpfen. Warte, Zack. Oh, yes. Oh, yes. Evelyn, stopp. Hör jetzt auf. Oh, yes. Okay. Ja. Ah, 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 ah,
Ah, ich bin bei 3/4 des Spiels, ist okay. Grafisch, wie gesagt, top. Das wäre voll gemein, wenn Sherry jetzt ihren Nick rausrückt in 3 Monate. Deine RDR2 Tutorials sind klasse. Gute Arbeit. Jo, danke, René. Okay, jetzt ist sie voller Kotze. Days Gone ist schon cool. Days Gone ist solide Standardkost mit einem Satz zusammengefasst: More of the same. Okay. Days Gone ist schon cool. Ja, aber jetzt ganz ehrlich, Leute. Also nicht jetzt, meistens, wenn man sich was kauft, dann sagt man, oh, geile Scheiße und so. Also ganz ehrlich, ist es eine 2 oder ist es wirklich eine 1, Days Gone? Weil das wäre für mich schon interessant, weil vielleicht hole ich es irgendwann mal nach. Das ist ein geiles Spiel, Nico, sagt der Fabian. Ich spiele das auch echt. Krass ist das Spiel, kann ich nur empfehlen. Okay. Können ihn mal fragen, was ich mir zeigen würde, Nico, und Days Gone ist schon was. Das Pferd bei RDR 2 zu lenken ist anfangs aber leichter. So, dieser kotzende Typ sieht aus wie mein Mathelehrer. Genau deiner Meinung, aber RDR 2 jetzt auf 93% bald habe, okay, krank. Respekt, Hannes, das ist schon krank. Ich mag auch Fakrarei, okay, bla 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 bla. Ja, Leute, was sagt er zu Days Gone? Also ich hätte 40, 60 Minuten noch Maximum. The Last of Us 2 wird alles toppen. Im Vergleich zu anderen Zombie-Spielen der letzten Zeit auf jeden Fall eine 1, sagt Azuros. Ist 1 oder 2 besser in deiner Wertung? Ja, also 1 ist besser, 2 ist schlechter. Alien Isolation ist so cool, schau es dir mal an. Ja, Alien Isolation ist, glaube ich, nicht so meins. Leute, bin weg. Okay, Leute, alles klar. Okay, also ihr seid so zwischen 1 und 2, also sagt er, ist das Spiel. Man muss so die Stimmung ein bisschen auflockern, Leute. Mit Humor. Zack. Ja, was macht sie denn? Hä? Du hattest recht. Was hat man sie am Tanker zu suchen? Das war falsch, aber... Hey? Ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht... Days Gone ist langweilig, immer das Gleiche, sagt René. Vergiss, dass du mich je kanntest. Soledax holt es auch nicht. Resident Evil ist viel, viel besser, sagt Fabian. Einfach mal ein Video auf YouTube schauen, kannst du ja mal anschauen. Ja, Videoschauen ist nicht dasselbe. Ich frag halt gerne immer so ein paar Kumpels, damit, ja, damit ich so einschätzen kann. Weil ihr habt's ja gespielt. Ihr habt ja einen Eindruck. Wenn ich jetzt einfach ein Video gucke, das ist so... Das ist nicht dasselbe. What the fuck? Wir werden für immer zusammen sein. René, du sagst, dass in 5 Jahren wird sich niemand mehr an das Game erinnern. Okay, so schlecht ist das. Battle Royale spielen, ja, finde ich cool, aber ich selber habe keinen Bock auf sowas. Also ich will irgendwas so mit Story. Mir gefällt so Story, Story durchspielen. Story oder so Sportspiele, so was weiß ich. FIFA, Pro Evolution, Tekken. Magic, The Gathering. Das ist die erste Nachricht von mir. Ja, ich verstehe schon, das ist, aber ich verstehe nicht, was sie am Tanker gemacht hat. Ich dachte, die hat da irgendwie als Au-pair irgendwo gearbeitet. Ich habe es platiniert, Nico, es ist eine 1, sagt der Drop TV. Okay.
Ja, sehr gemischte Meinungen. Ja, ich finde es auch sehr gut und im Juni soll ein kostenloses DLC dazukommen. Hol die Evil Within anstatt von Days Gone. Ja, Evil Within habe ich überhaupt keinen Bock, Leute. Sorry. Also, da will ich niemanden beleidigen. Ich weiß, dass hier viele Leute das Spiel mögen, aber das ist nicht mein Style. Also, Evil Within taugt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe mir damals das Let's Play angeguckt. Das ist schon ewig her, damals, wo das rausgekommen ist, dieses Evil Within. Und das war mir zu viel Rumgeschleiche und so weiter. Hellblade, das hat auch mal Fachgebiet zu tun. Erinnerst du dich? Ja, Hellblade ist, glaube ich, nicht so meins. Ich erinnere mich. Können wir eine Familie sein, wie vorher? Nein, Evie, wir können keine Familie sein. Wir waren nie eine Familie. Wir werden das nie sein, eine Familie. Dann brauche ich dich nie mehr. Sehr lustig. Ja, jetzt wird so ein bisschen typisch Horror, so mit kleinen Mädchen und bla. Okay, Ich glaube, ich speichere hier mal, weil wir haben nur noch 6 Minuten. Das lohnt sich, glaube ich, nicht, das neue Gebiet zu erkunden. Ich würde mal sagen, wir können hier nochmal ein bisschen interagieren. Im Chat. Ja, dann zocken wir das morgen durch. Leute, und wundert euch nicht, weil manche sagen so, ja, ich wusste nicht, dass der Stream kommt und so. Leute, das ist doch alles, guckt mal, also ich zeig euch das nochmal hier, ja. So, kleinen Momentikus. Guckt mal, hier seht ihr den Chat gerade, so lese ich hier, das ist mein Zweitbildschirm. Also hier sehe ich immer, wie ihr schreibt. Guckt mal, wenn wir hier Donkey Kong angucken, na Spaß, wenn wir hier auf den Kanal gehen, dann seht ihr hier bei Community, also hier kann man Community drücken am Kanal. Dann seht ihr hier so Pläne, ja. Und es kommt immer ein Livestream um 20.30 Uhr. Immer, außer am Wochenende, ja. Hier kommen immer Nachrichten. Zum Beispiel gestern habe ich einen Livestream abgesagt, weil da ist was dazwischen gekommen. Also, ihr müsst immer nicht warten, bis euch YouTube Bescheid gibt, sondern ihr seht es hier in der Community. Also normalerweise haben wir immer 20.30 Uhr einen Livestream halt. Ja. Also, weil manche so dann sagen, ja, ich wusste das nicht und so. Also, das ist immer um 20.30 Uhr. Okay, ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich schon mal. Wir haben nur noch 5 Minuten. Wie gesagt, ich denke, wahrscheinlich morgen werden wir das Ganze durchspielen. Und dann geht es weiter, die ganzen Runs. Also, wir werden wirklich das Ganze platinieren. Ich wollte nur am Anfang mit euch das Ganze zusammen genießen, weil ich mag das immer auch im Livestream, ja, zu interagieren, echte Reaktionen zu zeigen, also weil das ist ja First Try gerade, blind sozusagen. Und ja, es hat wieder Spaß gemacht, ich finde es echt cool mit euch, ich finde es sehr, sehr geil, ja, wie wir hier miteinander interagieren. Hier gibt es auch keine Arschlöcher und alles, ja, wir können hier alles schön genießen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Ich werde schauen, dass ich die Tage mit meiner Arbeit fertig werde. Es gibt einiges noch zu machen bei mir, aber ich würde mal sagen, wir haben jetzt Mai, Juni, im Juni bin ich umgezogen, das heißt im Juli, also sagen wir mal Juni, Mitte Juni ziehe ich um, das wird auch noch ein bisschen dauern, bis ich alles einrichte und so weiter, ihr wisst ja, man muss dann das ganze Setting wieder aufbauen, alles, muss ja auch das ganze Haus renovieren, da muss man einige Sachen machen im Haus, Haus relativ neu, von 2002, aber trotzdem muss man da ein bisschen was machen. Und ich denke, Juli wird richtig pervers, Leute. Also da geht dann wirklich wieder die Post ab, dass wir da... Ich hoffe, dass in der Zeit kein Nioh 2 rauskommt. Ne? da wird dann wieder mehr passieren am Kanal. Aber im Moment ist halt ja auch viel Arbeit angesagt. Und das Haus muss ja auch finanziert werden. Muss man ja auch zahlen. Kostet viel Geld. Zurzeit sind die Häuser sehr teuer. Und deswegen arbeite ich zurzeit ein bisschen mehr, um ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Ja, Leute, vielen, vielen Dank an alle Tipps, an das Miteinander, war sehr, sehr schön und ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen, bleibt gesund, passt auf euch auf. Also, haut's rein.